Yeah, obviously, congratulations to Dusseldorf on the win. Our first period wasn't very good at all. Our puck management, our plays without the puck, wasn't anything good I can really tell you out of that period. Second period, I thought we did a lot of good things, you know, with the exception of getting pucks to the net. But I think this game was summed up too many undisciplined penalties that kind of took our momentum away, because we did a pretty good job in the second and third eliminating their chances. But, you know, it's it gets to a coin flip whenever you get to the overtime and the shootout. And we had our opportunities for sure, and, you know, it was some lost points for sure tonight. Thanks. Vielen Dank. Kurze Erklärung nach einigen Hinweisen hier in der Runde. Sind wir übereingekommen, dass wir die Statements nicht mehr übersetzen, weil das sinnvoll erscheint. Vielen Dank. Steven Reinbrecht. Yeah, I think, you know, we came out, we had a good first period. I thought we were skating and working hard in the second period. Schwenningen was, they were beating us through loose pucks, they were winning battles, and we were on our heels, and I thought we regrouped and got a little bit better in the third, and got a big power play goal, and obviously they tied it up, but, and in OT, anything can happen. The shootout, anything can happen. But it was a big win for our group, and we're looking to build on that going forward. Vielen Dank. Gibt es Fragen an meinen Trainer? Thomas Schulz, Express. Mr. Reinbrecht, congratulations for the win. After the match is before the match. Next match is in Nuremberg. Can you explain your feelings coming back home? Yeah, it'll be exciting going back there. You know, obviously I had a lot of good years there, but we're there for. Play a game on Sunday, and that's what we're looking forward to. Tobi Kemberg, eSports. Steven, what was the biggest difference compared to the first weekend tonight? Eine Frage nach dem Unterschied zum ersten Wochenende. I thought we did a better job of, you know, having a high guy and not giving up so many odd man rushes. We were a little loose that first weekend. I thought we put in a lot of work this week, tightening things up and getting more on the same page, and it was a closer game as a result. Thorsten Ankert, erstmal Glückwunsch zum 3:2 Sieg. Wie hast du das Spiel gesehen? Ja, wie erwartet, hart und kämpftes Spiel. Schwenning ist eine gute Mannschaft, läuft viel Schlittschuh, hat viel Qualität im Kader. Wir haben uns heute einige Sachen vorgenommen, wo wir auch in der Woche dran gearbeitet haben. Die sind relativ, oder ich sag mal, wir haben sogar einen guten Schritt in die richtige Richtung gemacht, standen hinten eigentlich relativ solide. Vorne müssen wir vielleicht noch ein bisschen mehr aufs Tor bringen, aber im Großen und Ganzen, ja, kann man mit den zwei Punkten zufrieden sein. Wie gesagt, Schwenning ist ein gutes Team und die muss man erstmal schlagen. Wie froh seid ihr? Wie groß ist der Felsbrocken, der euch vom Herzen gefallen ist, dass es jetzt mit Punkten geklappt hat nach zwei Niederlagen? Ja, ich würde lügen, wenn ich sage, dass das tangiert einen gar nicht, wenn man am ersten Wochenende mit null Punkten rausgeht. Ja, der Stein, der uns vom Herzen gefallen ist. Also mir persönlich ist schon groß, dass wir jetzt gepunktet haben, aber ich freue mich eher über die Art und Weise, wie wir Eishockey gespielt haben. Punkte sind natürlich, ist ein Ergebnissport, die Punkte zählen am Ende, aber ich denke, wenn wir so eine Leistung bringen wie heute, so einen Einsatz, so einen Wille, so einen Kampf, noch ein paar Sachen immer weiter verbessern, dann werden wir auch noch viele Punkte holen. Deswegen bin ich mit der Art und Weise besonders zufrieden. Es gab ja natürlich auch schon große Kritik von den Fans, dass es vor allem hinten nicht stimmt. Heute habt ihr sehr stark gekämpft, muss man sagen. Und wie fandst du dann heute die Stimmung? Die fand ich jetzt mal ganz anders, als die Kritik vorher vermuten ließ. Ach ja, Kritik heutzutage, es gibt immer... ich sag mal, eine relativ kleine Gruppe an Leuten kann im Internet heutzutage viel Wirbel machen. Ob das dann wirklich so der Tenor in der ganzen Organisation statt oder wie auch immer ist, das wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Die Fans standen heute hinter uns, die haben uns angefeuert, die haben uns nach vorne gepeitscht. Und ja, danke dafür. Und auf jeden Fall können wir damit, mit der Leistung der Fans ist top gewesen. Das kam also auf jeden Fall auch bei euch auf dem Eis an. Ja, ja, auf jeden Fall. Also das kriegt man schon mit. Das kriegt man schon mit, wie die da Stimmung machen. Gerade beim ersten Spiel, das kribbelt dann schon. Und ja, immer in so Momenten, da sind so Fans enorm wichtig. Die können dann enorm Vorteil, die können enorm Schwung auf so eine Spielerbank bringen, Energie aufs Eis geben. Und das ist heute definitiv auch unten angekommen. Am Sonntag müsst ihr nach Nürnberg fahren. Nürnberg musste heute auch Nachschlag geben. Die haben in der Verlängerung dann in Köln gewonnen.
Wie geht ihr an das Spiel ran? Ja, eigentlich wie an jedes Spiel ran. Das hört sich immer so blöd an heutzutage, wenn sich alle vor euch stellen und sagen, wir gehen jedes Spiel gleich an und was auch immer. Aber das ist gar nicht, das ist nicht einfach so eine Floskel. Wir haben so ein paar Dinge, die wir jedes Spiel aufs Eis bringen wollen. Klar passen wir uns hier und da an den Gegner irgendwo an, wenn die irgendwas Besonderes machen, gerade in Überzahl, Unterzahl und so. Aber im Grunde genommen, unsere Marschroute ist immer dieselbe. Und wie ich gerade schon gesagt habe, die Art und Weise, wie wir heute gespielt haben, wenn wir den gleichen Einsatz, den Wille, die Bereitschaft aufs Eis bringen, das ist so, das nehmen wir uns auch für Sonntag vor. Und dann bin ich auch guter Dinge, dass wir da auch Punkte holen. Und für euren Trainer Steven Reinprecht ist es sicherlich ein besonderes Spiel. Ja, das war sein erster Sieg als Cheftrainer. Ja, kann ich mir vorstellen, dass es was Besonderes ist. Das hatten wir natürlich auch so ein bisschen im Hinterkopf. Das haben wir jetzt auch abgehakt. Ja, der Steven macht einen guten Job. Der ist auch voll drin, mit voller Leidenschaft. Und das freut einen als Team dann nochmal besonders, wenn man dann auch, jetzt sage ich mal, wir haben auch immer so einen Award nach dem Spiel, der an den besten Spieler geht, intern. Der ist heute an den Trainer gegangen für seinen ersten Sieg als Cheftrainer. Und ja, das freut so eine Mannschaft natürlich. Gut, das ist ein nettes Schlusswort. Sagen wir Dankeschön. Danke, Thorsten. Danke euch.